So, einen schönen guten Morgen allerseits. Wir haben Samstag, 11 Uhr und starten hier wie immer mit dem Market Report. In der letzten Woche gab es ja ausnahmsweise mal keinen Newsletter, weil ich da den ganzen Samstag und auch den ganzen Sonntag noch mit dem Seminar beschäftigt war. Jetzt ist wieder alles normal. Also der Newsletter geht raus im Anschluss an das Webinar und wir werden uns jetzt so ein bisschen anschauen, wie immer, was in der letzten Woche passiert ist. Ich werde euch ein bisschen an meiner Marktvorbereitung teilhaben lassen und ja, dann schauen wir doch mal, was sich alles so ergibt. Morgen Herbert, hi, ich hoffe, du hast einen schönen Samstag soweit. So, also. Bevor wir starten, ja, wie immer den kleinen Risikohinweis. Ja, Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Auf der einen Seite stehen natürlich immer die schönen Gewinnchancen, auf der anderen Seite stehen auch hohe Verlustwahrscheinlichkeiten, insbesondere wenn man mit Futures unterwegs ist, sind die Risiken exorbitant. Ich bitte euch, das jedes Mal zu berücksichtigen und nur zu traden, wenn ihr auch wisst, was ihr da tut. Ganz wichtig, weil wir hier Analysen machen heute, das, was ich hier zeige, ja, das spiegelt rein meine subjektive Meinung wider und ist bitte nicht als Kauf- oder Verkaufempfehlung für irgendwelche Finanzprodukte zu verstehen, kann auch auf gar keinen Fall eine Anlageberatung ersetzen und ist auch nicht so gedacht, sondern das, was ich hier zeige, dient rein informativen Zwecken. Ich will euch nur ein bisschen teilhaben lassen, wie ich die Märkte analysiere, wie ich mich auf die nächste Woche vorbereite. Und das, was ihr daraus macht, ist eure eigene Verantwortung. Ja, und ganz klar, das, was ich euch hier zeige, sind auch zum Großteil Märkte, die ich sehr rege, sehr aktiv handle. Und von daher könnt ihr davon ausgehen, dass ich in den meisten Märkten, die wir hier besprechen, Positionen halte oder plane, Positionen aufzubauen. Ja, Andreas, schönen guten Morgen. Mario, hi. Ralf. Herbert Meinhardt, hallo. Ja, schön. Also es sind noch einige Leute dabei hier aus dem letzten Seminar. Freue ich mich natürlich besonders, wenn immer wieder Teilnehmer dabei sind, die ich eben auch persönlich kenne. Das finde ich immer besonders schön. Für alle, die vielleicht gerne noch irgendwann mal die Chance nutzen würden, mich kennenzulernen oder sich in dem Bereich Commitments of Traders oder Swing Trading ein bisschen tiefer einzugraben. Ich zeige es euch einmal ganz kurz. Bei mir auf der Website sind hier aktuell zwei Seminare drin. Das eine ist ein Swing Trading Seminar, was ich gemeinsam mit dem Mike Seidel gestalte. Das ist im September findet das statt. Und das COT Trading Seminar ist das, was gerade gelaufen ist, was jetzt übers letzte Wochenende bis inklusive Montag gelaufen ist, was sehr, sehr erfolgreich, hoffe ich doch, für die Teilnehmer beendet worden ist. Und da ist ein weiteres in Planung, weil wir eben dieses Jahr aufgrund der Corona-Schwierigkeiten die Teilnehmeranzahl doch noch weiter begrenzen mussten. Ich habe das ja sowieso schon immer streng limitiert und jetzt haben wir es aber noch weiter begrenzt und dadurch sind ein paar Anfragen noch aufgelaufen. Ich überlege, ob es Sinn macht, vielleicht im Dezember noch ein Seminar aufzusetzen, dass ich dieses Jahr tatsächlich zwei Termine habe. Falls da Interesse besteht, einfach hier auf den Button COT Trading Seminar drücken, ganz nach unten fahren, da ist ein Formular hinterlegt. In dem Formular könnt ihr eure Kontaktdaten gerne hinterlegen und dann werdet ihr von mir direkt informiert, falls der nächste Termin steht und habt dann die Chance auch auf jeden Fall dabei zu sein, weil einige eben jetzt beim letzten Termin am Wochenende nicht mehr dabei sein konnten, weil es schon ausgebucht war. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir starten wie immer mit der Gesamtübersicht über die Märkte. Wie immer mit den Währungen. Ich hole mir noch kurz die Chats hier rein. So, wenn ihr Fragen habt, gerne in den Chat. Ich habe das hier direkt geöffnet, habe da auch eigentlich einen ganz guten Blick drauf. Und wenn Fragen sind, können wir das dann auch gerne direkt beantworten. Okay, starten wir mit den Währungen. Das, was uns natürlich als Händler immer am meisten interessiert, egal ob wir Währungshändler sind oder ob wir Rohstoffhändler sind,
das, was uns am meisten interessiert, ist normalerweise der US-Dollar. Da sehen wir, der war in der letzten Woche ein bisschen schwächer, minus 0,2%. Ja, mexikanische Peso dafür kräftig durch die Decke gegangen, 2,6. Der läuft so ein bisschen ja, unisono mit den Indizes, würde ich mal sagen. Also wenn man sich den mexikanischen Peso anschaut über die letzten Monate, dann hat er immer dann große Bewegungen, wenn die Indizes große Bewegungen zeigen. Ist sehr stark korreliert momentan. Deswegen hier im Moment auch der Outperformer. Australischer Dollar ansonsten sehr stark, britisch Pfund erholt sich hier ein bisschen, ist jetzt kein ideales Level für mich, aber australischer Dollar finde ich sehr interessant, da werfen wir nachher auch noch einen Blick drauf, aber ansonsten zeigt sich so ein bisschen, ja, US-Dollar seitwärts und dann eben auch häufig der Euro seitwärts, der japanische Yen, Schweizer Franken, die waren alle nicht so gefragt in der letzten Woche. Warum? Naja, wenn wir eine Etage tiefer gehen, sehen wir das sehr schnell. Die Indizes äußerst gut performt. S&P 3,5%, Dow 3%, Nasdaq fast 5%, neues All-Time-High generiert. Ist schon unglaublich. Ja, wir sind in einer Rezession in Amerika und die Märkte sind am All-Time-High. Sowas gab es noch nie. Wir haben also tatsächlich in diesem Jahr viele, viele Neuerungen, die wir zum ersten Mal an den Märkten sehen und selbst erfahrene Händler, wie ich es selber bin, stehen manchmal da und denken, was ist denn hier los? Es ist doch alles anders, als es sonst so war. Aber das macht das Ganze spannend, das macht das Ganze interessant und deswegen sind wir ja auch hier immer eng am Markt und gucken uns halt tatsächlich an, was auf den Charts passiert und lassen uns davon inspirieren und lassen uns davon quasi die Handelsentscheidungen vorgeben und nicht von dem, was wir denken, was eventuell passieren könnte. Ja, damit liegt man in der letzten Zeit meistens falsch. Der einzige rote Wert aus unserer Indexliste hier ist bei den Japanern. Ja, da lief es nicht ganz so gut. Die haben eine Seitwärtswoche hinter sich. DAX 4% im Gewinn, Eurostoxx 3,5%. Also die Aktieninvestoren, ja, die freuen sich. Das hat schon den Grund, dass ich ein großer Verfechter der langfristigen Aktieninvestments bin. Ja, die Finanzmärkte sind langfristig aufwärts gerichtet. Der gesamte Finanzmarkt ist darauf ausgerichtet, dass Preise steigen. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das alles so anschaue, was da im Moment im Punkto Modern Money Theory und Money Printing am Markt los ist, was da an Geld in die Märkte geschossen wird, da wäre es fatal, nicht an dieser Party teilzuhaben und nicht zu versuchen, sich ein vernünftiges Depot fürs Alter aufzubauen. Ja, da, man muss inzwischen ein bisschen flexibler sein als früher. Buy and hold in den Blue Chips ist nicht mehr das, was irgendwie das Mittel der Wahl ist. Ja, inzwischen ist man doch etwas flexibler, schaut sich an, was gerade läuft, was gerade gefragt ist, wo die Trends hingehen und schichtet dann periodisch auch seine Depots mal ein bisschen um. Aber das macht sich absolut bezahlt im Moment. Ja, die ganzen Runner, die ich seit Monaten predige, sei es eine Amazon, sei es eine Microsoft, sei es eine Adobe, sei es eine Apple, die kennen kein Ende. Die laufen und laufen und laufen und laufen und da ist jeder froh, der mit dabei ist. Genau, Ralf, vielen Dank nochmal für den kurzen Hinweis. Genau, die aktuellen COT-Daten kommen erst am Montag. Das stand teilweise in den Kalendern auf den Webseiten auch falsch. Ja, wir hatten am Freitag Feiertag. Da ist es ganz häufig, dass am Freitag die Daten nicht veröffentlicht werden. Die kommen also tatsächlich erst am Montag. Wir haben in der nächsten Woche zweimal Daten, also am Montag und am Freitag. Das ist ein guter Hinweis. Das ist interessant für alle oder wichtig für alle, die mit Commitments of Traders Daten arbeiten. Aber so ein paar Tage Versatz ist am Ende nicht weiter tragisch. Von Woche zu Woche ändern sich die Extremsituationen meist nicht. Aber ist schon wichtig, da ein Auge drauf zu haben. Für alle, die mit Commitments of Traders arbeiten, es gibt auf der Seite CFTC.gov, also auf der Seite, wo die Commitments of Traders Daten auch veröffentlicht werden, ein Punkt, der nennt sich Release Schedule, glaube ich. Da findet ihr immer fürs gesamte Jahr schon im Voraus angegeben die Veröffentlichungstermine und da ist auch direkt mit dem Sternchen markiert, wann die eben nicht freitags sind, sondern aufgrund der Feiertage mal ein bisschen später kommen. Ich lese gerade beim Herbert, läuft der Grill schon.
Ja, hervorragend. So muss das sein. Der wird bei mir heute Abend auch noch laufen. Bei mir gibt es heute tatsächlich mal Pizza vom Grill. Ja, schön auf dem Pizzastein gemacht. Sehr, sehr lecker. Das Original wie Steinofen vom Italiener. Kann ich nur empfehlen. Ah, vielen Dank, Frank. Der Frank hat hier den Link direkt in den Chat gepackt. Ich guck mal kurz, ob ich eine Möglichkeit habe. Ja, ich kopiere das mal gerade raus und pack das mal noch bei Facebook rein. Ja, das ist also der Link zum Release Schedule. Für alle Commitments of Traders Händler ist das durchaus wichtig zu wissen, wann die Daten mal ein bisschen später kommen. Okay, gehen wir weiter. Das nächste, was hier kommt, kann uns nicht groß überraschen. Ja, sehr starke Indizes, das drückt häufig auf die Anleihen. Wir sind immer noch auf hohen Leveln, 178 bei den 30-jährigen Bonds. Das ist immer noch hoch. Das heißt, die Renditen sind nach wie vor niedrig. Aber eben immer, wenn die Aktienmärkte ganz gut performen, dann laufen diese Dinge eher ein bisschen seitwärts, ein bisschen abwärts. Also hier keine großen Überraschungen momentan. Und das sieht man auch schön in der langfristigen Ansicht. Ja, wenn wir uns das anschauen, hier Year to Date. Entschuldigung. Year to Date, das ist die vorletzte Spalte hier. Da sehen wir übergeordnet, ja, die Aktienmärkte natürlich, ne, bis auf den Nasdaq, der ist kräftig vorne, sind die Aktienmärkte alle hinten und entsprechend weit vorne sind eben Year to Date die Anleihen. Das ist das typische Verhalten. Das sind diese typischen Umschichtungen, die dann stattfinden von Risk Assets in Risk Off Assets, was dann in dem Falle die Anleihen wären. Das ist also ein ganz, ganz typisches Verhalten. Ja, nichtsdestotrotz stehen wir sowohl bei den Anleihen als auch bei den Aktienmärkten gleichzeitig sehr hoch. Ne? Das hängt einfach mit der großen Geldmenge zusammen, die in die Märkte gepumpt wird. Die muss eben irgendwo hin und die treibt alle Assets parallel nach oben. Auch deswegen, ja, steht Gold hier momentan auf dem 8-Jahres-Hoch. Auch da fließt natürlich dann Geld rein. Na, sehen wir auch in der ganzen letzten Woche wieder, die Metalle gut performt. Ja, Kupfer am weitesten vorne. Als Industriemetall natürlich auch stark immer abhängig vom Aktienmarkt, guter Kupferpreis. So läuft das normalerweise. Ansonsten sehen wir eben Gold so ein bisschen lagging im Moment. Gucken wir aber auch gleich auf den Chart, hat einen ganz klaren Grund. Da sind wir an einem wichtigen Widerstandslevel. Silber, Platin konnten sich auch ganz gut entwickeln. Da hatten wir ja auch zuletzt noch schöne Kaufsignale im Markt. Ja, also wer die Masterclass Add-on Signale verfolgt, der sollte eigentlich die Kaufsignale drin haben, die ab Ende März dann nach dem Crash auch reingekommen sind. Bisher waren da jetzt noch gar keine Verkaufssignale. Das war alles noch weiter in die Long-Richtung ausgerichtet. Energiemärkte allgemein auch gut. Crude Oil, ja, zwar 4% vorne, läuft über die letzten Wochen aber eher seitwärts. Auch das schauen wir uns gleich noch an. Natural Gas holt ein bisschen auf. Ja, war über die letzten Wochen der klare Underperformer, hat gut aufgeholt im letzten Monat. Heizöl und Benzin eben auch weiter stabil. Benzin hatten wir ja auch schon vor ein paar Wochen gesagt. Das hängt natürlich auch stark damit zusammen, dass die Normalität in vielen Bereichen wieder eintritt und eben entsprechend der Verkehr auch wieder zunimmt, also der Verkehr auf der Straße wohlgemerkt. Und das spiegelt sich dann natürlich am Benzinpreis. Ja, insgesamt ansonsten recht grüne Woche für die Rohstoffe. Kakao weiter lagging, da bin ich aus einer Long-Position auch vor ein paar Tagen schon ausgestoppt worden, kommt weiter nach unten. Coffee hatten wir super schöne Kauf-Setups jetzt drin. Da haben wir wieder das klassische Problem. Ja, da bin ich tatsächlich mit dem Future nochmal ausgestoppt worden, bevor der große Move anfing, einfach nur, weil ich ein bisschen geizig war und den Stop ein bisschen eng hinterhergezogen habe. Der ursprüngliche Stop von den Masterclass-Strategien hätte gehalten und dann ist Coffee 3 Tage später da in den Gewinnbereich gehämmert. Da muss ich mir leider vorwerfen, dass ich da im Management einen Fehler gemacht habe. Auf meinen Options-Positionen bin ich allerdings gut dabei und das ist eben auch einer der Vorteile von den Options, wenn man zusätzlich mit Options arbeitet.
Da kann man sich eben in die antizipierte neue Trendrichtung reinpacken, bevor man so. Ja, bevor man eben ausgestoppt wird. Ja, also wir haben bei den Optionen den Vorteil, dass hier keine Stops fliegen zwingenderweise, sondern dass wir eher eine Laufzeit haben. Und solange die Werte sich dann innerhalb der Laufzeit in die neu antizipierte Richtung entwickeln, solange sind wir da recht gut auf der sicheren Seite. Okay, der Andreas hat eine Frage gestellt. Die lese ich mir mal gerade durch, die ist ein bisschen länger. Wie kann ich herausfinden, bei welchen Futures es Endloskontrakte und bei welchen es Terminierte gibt? Manche Broker haben nur CFDs auf Futures mit Endloskontrakten. Okay, also da vielleicht mal, wenn ihr die Chance habt, bei CapTrader ist auf der Website eine Vierer-Serie, eine Vierer-Webinar-Serie hinterlegt, alles über Futures. Da habe ich mal vier Stunden lang ein bisschen was über Futures erzählt. Vielleicht da mal reingucken. Prinzipiell ist es so, alle Futures sind terminiert. Ein Endloskontrakt ist nur etwas, was zusammengebaut wird aus den verschiedenen Laufzeiten der Future-Kontrakte, die einfach hintereinander gesetzt werden. Ja, und da gibt es bei den Endloskontrakten dann noch zwei verschiedene Varianten. Es gibt die Variante, wo die Gaps von einem auf den anderen Kontrakt beim Kontraktwechsel erhalten bleiben. Das ist der klassische Continuous Contract. Das ist das, womit die meisten CFD-Broker arbeiten, die eben Kurse auf Rohstoff-Futures anbieten. Die arbeiten mit diesen Continuous-Charts. Und wenn man jetzt einen Datenanbieter hat, der eben aus dem Future-Bereich kommt, dann hat man da auch die Möglichkeit, häufig das Ganze dann backadjusted darzustellen, dass also im Prinzip diese Roll-Gaps rausgerechnet werden und man den tatsächlichen Kursverlauf sieht. Das ist immer dann, wenn ich hier auf den Charts auch mal umstelle, zwischen Continuous und Backadjusted. Wenn ihr da ein bisschen aufpasst, euch mal ein paar alte Webinare anschaut, dann seht ihr, wie sich das dann auch in der Darstellung verändert. Aber prinzipiell ist es so, jeder Future-Kontrakt ist terminiert. Jeder Future-Kontrakt hat eine bestimmte Laufzeit. Wenn man das genau wissen will, dann schaut man einfach auf der entsprechenden Website der Börse. Und ich kann hier einfach mal kurz einen aufmachen. Wir nehmen einfach mal exemplarisch den S&P 500. Dann zeige ich euch einmal kurz, wie das Ganze aussieht. Da geht man auf die entsprechende Website von der Börse, wo das Produkt gehandelt wird. Das ist beim S&P ist das die CME. Und dann sehen wir hier eben Globex Futures, da sehen wir die ganzen verschiedenen Monate. Das ist beim S&P recht einfach, der wird wie alle Indizes viermal im Jahr gerollt. Und hier über den Punkt Kalender können wir dann eben einsehen, wann hier Settlement ist, wann First Trade, wann Last Trade ist. Das ist bei den Indexprodukten sehr, sehr einfach, deswegen habe ich jetzt gerade mal den S&P geholt. Wenn wir uns jetzt einen Rohstoff anschauen, dann haben wir eben auch diese ganzen anderen Daten hier noch angegeben mit First und Last Holding, First und Last Position und so weiter. Da gehen wir in den Seminaren auch ein bisschen genauer drauf ein, auf was man hier achten muss, was da für euch die wichtigen Daten sind, wenn ihr in Future rollen wollt. Das können wir jetzt hier gar nicht so greifen, aber hier seht ihr im Prinzip schon mal bei den Indizes immer, wann hier der letzte Handelstag ist und irgendwann vor diesem letzten Handelstag, meistens so ein, zwei Tage vorher, sollte man dann auch rollen in den neuen Kontrakt. Okay, so viel dazu. So. Okay. Gut. Das erstmal dazu. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Märkte rein. Was hier noch ein bisschen auffällt, natürlich, ist, dass die Grains, die gesamte Riege der Grains hier sehr, sehr grün ist. Wir haben also Soybean 4%, Soybean Meal über 3, Soybean Oil über 2, Weizen 3,5% und Mais der absolute Runner in dieser Woche mit 10,6%. Das gucken wir uns jetzt gleich alles nochmal ein bisschen genauer an. Ja, aber das fällt schon auf, dass die Grains gerade ganz gut durchwechseln. Ich habe
In der Einführung vom Newsletter, in dem kurzen Einführungstext heute erwähnt, dass der Thomson Reuters Commodity Index ein neues Verlaufshoch gemacht hat. Das will ich mal kurz zeigen. Das ist für mich immer ein ganz wichtiger Index, um einfach mal zu schauen, wie sich die Rohstoffe denn momentan langfristig so bewegen. Das mache ich sehr gerne hier über einen Wochenchart. Da haben wir natürlich hier auch den schönen Corona-Crash gesehen. Ich mache mal gerade noch schnell ein Zeichentool rein, dann können wir hier auch ein bisschen was reinzeichnen. Ja, da haben wir also so hier diesen Corona-Crash eben auch in den Rohstoffen gehabt. Das war hier diese letzte Welle, die gelaufen ist. Und dann sind wir in eine ganz wichtige Grundsituation reingekommen. Wir sind hier auf dem Wochenchart das erste Mal wieder in eine Sequenz steigende Hochs und steigende Tiefs gekommen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Haben dann hier also auch deutlich neue Hochs gemacht und hatten jetzt nochmal, wenn man sich es auf dem Tageschart anschauen würde, hier so eine kleine ABC-Korrektur drin. Und die ist in der letzten Woche recht dynamisch hier nach oben aufgelöst worden. Das heißt, das Ganze läuft hier in einem wirklich sauberen Trend weiter. Na, wir haben einfach nur das alte Hoch hier getestet. Ja, dieses alte Hoch ist hier ziemlich genau einmal getestet worden nach dem Ausbruch nach oben. Jetzt hat sich das Ganze nach oben weiterentwickelt und jetzt müssen wir halt mal so ein bisschen schauen, wo hier die nächsten Widerstandsbereiche sind. Na, das ist einmal hier oben bei 3,75, dann haben wir hier das Gap Close ungefähr bei 3,80 und dann laufen wir in den nächsten Bereich 3,95. Das sind so die drei Level, die für den gesamten Bereich Rohstoffindizes hier im Moment wichtig sind. Ja, und ich schaue eben deswegen ganz gerne auf diesen THC, weil das ich nenne es mal die alte Gewichtung ist, ja, wo Energiewerte noch oder Energierohstoffe noch ähnlich gewichtet sind wie Agrarrohstoffe. Das war früher im CRB auch so, das ist irgendwann geändert worden. Im CRB haben die Energies inzwischen eine deutlich höhere Gewichtung und deswegen schaue ich gerade, wenn ich sowas wie Softs oder Grains oder so handeln will, hier gerne auf den THC-Index. Und das ist eben das, was hier auffällt, dass wir in der letzten Woche eine sehr, sehr starke Handelswoche insgesamt für die Rohstoffe hatten. Und das spricht dafür, dass diese beginnende Aufwärtstrendbewegung sich hier weiter fortsetzt. Ich benutze das immer ein bisschen dafür, um abzuschätzen, ob ich im Rohstoffbereich Long-Signale überhaupt berücksichtige und wenn ich sie berücksichtige, mit welcher Positionsgröße ich die berücksichtige. Und im Moment sieht das alles ganz gut aus für zumindest erstmal kurzfristig weiter steigende Notierungen, so der Bereich 3,75 bis 3,80. Das wird hier ein bisschen herbe, das wird ein bisschen hart wahrscheinlich da durchzugehen. Wenn wir aber da durchgehen, dann ist auch erstmal recht entspannt wieder ein bisschen mehr Platz nach oben, so ein bisschen in den Bereich 3,95. Ja, das also nochmal kurz, um insgesamt so ein bisschen den Überblick über die Rohstoffe zu kriegen. Okay. Ja, Mario ist ein bisschen unterschiedlich, ne? Also das kommt darauf an, was du dir anschaust. Wenn wir nachher nochmal reinschauen, im Corn gab es auf dem Daily ein super schönes Long Setup mit den COT Masterclass Strategien. Das ist auch quasi am nächsten Tag direkt in den Gewinn gehämmert. Weizen hat ein Signal, also da kann man sich schon mal ein bisschen was anschauen, was da so gelaufen ist. Ja, ich bin im Moment auch selber in der Long-Position im Weizen und die ist eben auch durch ein entsprechendes Signal entstanden. Leider ist Weizen so ein bisschen Lagging zum Rest, aber Corn war schon heftig und das habe ich auch gesehen. Das haben also auch Leute aus dem letzten Seminar, was am Montag beendet worden ist, haben tatsächlich auch in dieser Woche dann schon die Long-Setups im Corn gespielt und waren dann ganz überrascht, dass das ein Trade war, der nicht lange gedauert hat. Ja. Okay. Aber vielleicht schaffen wir es da nachher nochmal reinzugucken. So, von Bernhard ist hier noch eine ganz interessante Frage. Wie hängt der letzte Handelstag mit dem First Notice Day zusammen? Ist das derselbe oder gibt es einen definierten zeitlichen Unterschied? Vielleicht einmal ganz kurz, First Notice Day ist das, was für euch als Rohstoffhändler interessant ist. Ich erkläre es einmal schnell, was es ist. Ein First Notice Day ist der erste Tag, an dem die Gegenpartei eures Future-Kontraktes eine physische Lieferung oder
ein Abnahmewunsch ausdrücken kann. Und das solltet ihr nach Möglichkeit vermeiden. Ja, ihr habt dann zwar immer noch bis zum letzten Handelstag Zeit, da zu widersprechen in einer gewissen Frist, aber dieses Widersprechen, das kostet normalerweise eine Strafzahlung. Und deswegen sind viele Broker, CapTrader macht das zum Beispiel so mit Interactive Brokers, die sind also schon dabei und schicken euch die Nachrichten, dass ihr bitte eure Futures-Positionen auflöst, 1 oder 2 Tage vor dem First Notice. Und bei einigen Rohstoffen sind diese First-Notice-Termine und der letzte Trading-Tag differenziert. Die sind nicht gleich, da sind teilweise 2, 3 Wochen sogar dazwischen. Und deswegen ist es für euch wichtig, dass ihr wisst, worauf ihr da achtet. Und das heißt, für eure Rolltermine entscheidend ist der First-Notice-Day, weil ihr gar nicht wollt, dass eine Gegenseite eine Lieferung oder eine Abnahme ankündigen kann und ihr dann da noch irgendwie widersprechen müsst. Ja, deswegen First Notice ist für Rohstoffhändler das, was wichtig ist. Gut, werfen wir einen Blick hier auf unsere Standardmärkte. Gold, hatte ich gerade gesagt, ja, ist nicht weiter verwunderlich, dass das Lagging ist. Nicht wundern, bei mir fängt hier auf dem Wochenchart immer schon die neue Woche an, jetzt wahrscheinlich durch den einen Feiertag, den wir da hatten, das ist nicht ganz richtig. Diese letzte Kerze, die hier auf dem Wochencharts drauf ist, die ist nicht existent, sondern der Schlusskurs muss einfach in die Woche davor übertragen werden. Ist aber jetzt erstmal irrelevant. Weshalb Gold so ein bisschen lagging ist im Vergleich zu den anderen Edelmetallen momentan, ist dieses alte Hoch hier, dieser Widerstandsbereich 1808. Den finden wir auch, wenn wir weiter nach links gehen in die Vergangenheit, finden wir dieses Level nochmal. Ja, das ist hier auch auf dem Tageschart. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Level um 1800 im Future. Und da sind wir eben erstmal wieder gescheitert und deswegen ist diese Woche im Gold nicht so dynamisch gelaufen wie in den anderen Rohstoffen, wie in den anderen Edelmetallen, weil eben hier diese starken Widerstandslevel warten. Ja, das ist so ein bisschen die Kombination von einem Level, was eben vorher schon ein, zweimal interessant war und der runden Zahl bei 1800, das bietet eben starken Widerstand. Ja. Dementsprechend kann man aber auch davon ausgehen, sollte dieses Level in der nächsten Woche fallen, ja, und wir recht zügig in der nächsten Woche hier oben drüber laufen und deutlich über die 1808 wegbrechen, dass wir dann recht locker hier Platz haben, so bis zum Bereich 1870, 1880 Dollar. Weil das ist das nächste Hoch aus 2012, was dann angelaufen wird, zumindest wenn man sich es über den Future anschaut. Ja, da immer ein bisschen aufpassen über die Kasse oder über einen Forex, sieht das sicherlich etwas anders aus. Ich bin Futures-Händler, deswegen schaue ich mir die Futures-Charts an. Aber prinzipiell sieht das Ganze so aus, wir haben einen Widerstandsbereich, an dem wir uns aktuell befinden. Das ist nicht unbedingt das Level jetzt zu agieren im Gold. Ja, da hätte man schon drin sein sollen. Das sind dann solche Ausbrüche, ja, wie aus diesen Flags hier im Wochenchart, die dann interessant sind. Das hatten wir auch vor 2 Wochen, hatte ich das hier gezeigt. Das ist dann nochmal dieses Level hier im Daily gewesen, was ganz interessant war. Ja, und da hatte ich am Freitag, ja, das ist die Freitagsschlusskurskerze von vor 2 Wochen, hatte ich auch angekündigt oder eben gesagt, dass das hier jetzt das interessante Level ist, im Gold auf der Long-Seite zu agieren. Na, wir haben dieses letzte Hoch, was hier einmal schon übersprungen worden ist. Wir sind aus der Bull Flag ausgebrochen. Ja, und das, was wir dann typischerweise so als Kursziel haben, ja, ist diese letzte Bewegung. Na, das ist hier 1750 bis runter 1700, sind 50 Dollar einmal aufs Ausbruchlevel drangelegt. Dann kommen wir hier in den Bereich 1800 und das ist eben auch das, was hier zur Mitte der letzten Woche erreicht worden ist. Damit war das Long Setup erstmal durch und jetzt müssen wir einfach abwarten. Ja, man kann hier durchaus diese Breakouts meinetwegen jetzt handeln. Na, das ist durchaus möglich, ein Breakout handeln. Wir haben einen engen Stop am Markt hier an 2 Leveln, ist der möglich. Und dann halt schauen, dass wir die Oberseite wieder mitspielen können. Aber jetzt im Moment zum aktuellen Level ist das meiner Meinung nach hier nicht das ideale Einstiegsniveau. Ja.
Crude Oil, ja, 1, 2, 3, 4, 5 Wochen seitwärts haben wir jetzt hier. Ich zeichne das gerne nochmal ein. Das ist die letzte größere Seitwärtsbewegung, die hier im Crude läuft. Wir haben es gesehen, die Woche 4,5% im Plus. Das ist die ganze Bewegung von der Mitte der Range gewesen, hier wieder bis nach oben zum Ende der Range. Auch da wird das interessant, wenn wir jetzt hier an die Ausbruchslevel ranlaufen. Na, im Prinzip kann man sich das Ganze hier so ein bisschen als Dreieck im Daily einzeichnen. Ein Ausbruch hier nach oben wäre bullish. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir hier vielleicht bis zum 200er laufen, das Retracement-Level testen, dann darüber hinausgehen. Dieser grün markierte Bereich hier um 35 Dollar ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir uns den 50er gleitenden Durchschnitt anschauen, na, der bewegt sich jetzt hier auch nach oben. Der wird jetzt nicht mehr ganz so steil laufen, weil wir in der letzten Zeit eher seitwärts gelaufen sind. Das heißt, wahrscheinlich fängt er dann an, hier so ein bisschen abzuflachen. Ja, aber auch der läuft jetzt hier früher oder später in diesen 35er Support-Bereich rein. Im schlimmsten Falle könnte das Ganze dann also auch nach einem Breakout nochmal hier einen Break nach unten geben und sich dann vielleicht weiterentwickeln. Das werden wir sehen. Ja, im Moment sieht es noch recht bullisch aus, aber die Dynamik ist so ein bisschen rausgegangen, ja, über die letzten Wochen. Wir haben hier eine schöne Phase gehabt, die man ganz, ganz hervorragend begleiten konnte. Die ist bis vor 4 Wochen ungefähr gelaufen. Was haben wir dann erreicht? Naja, wir hatten es auch gesagt im Newsletter, ja, hier Gap Close. Mit dem Erreichen hier des Gap Close war diese Bewegung erstmal durch. Na, und von daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass nun ein bisschen die Dynamik hier rausgeht, dass wir in so eine Konsolidierungsphase gelaufen sind. Aber typischerweise, na, wer sich ein bisschen mit Charttechnik beschäftigt, der weiß das. Ja, das, was wir jetzt hier so drin haben, ist im Prinzip, ja, so eine typische Flagge. Ja, ganz klassisch, so sieht eine typische bullische Flagge aus. Wäre eine Fortsetzung nach oben das, was im ersten Blick jetzt hier als wahrscheinlicher auftaucht. Na, mit dem Zielbereich hier vielleicht nochmal 50 Dollar, wenn wir über den Jahresdurchschnitt hier hinausgehen, über den 50 Wochen, dann haben wir den nächsten Zielbereich hier oben so irgendwo bei 50 Dollar im Crude Oil. Okay. Next one, unser Freund der S&P. Ja, auch der sieht echt schön aus. Sieht charttechnisch super aus für weiter steigende Kurse. Ich weiß, dass es schwer fällt, ja, vor allem wenn man sich die Zahlen der Neuinfektionen zu Covid-19 anschaut in den USA. Allerdings sind es zwei Kurven, die da wichtig sind momentan. Das eine ist die Kurve der Neuinfektionen, die steigt weiterhin dramatisch an. Das andere ist die Kurve der Todesfälle, die in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet werden. Die ist ganz, ganz stark zurückgegangen. Wird wohl damit zu tun haben, zum einen, dass die Zahlen auch so exorbitant weiter steigen, dass es immer mehr US-Pharmaunternehmen gibt, die eigene Tests auf den Markt bringen. Natürlich, logischerweise, mit der Anzahl der Tests, die gemacht werden, steigt auch die Anzahl der gemeldeten Infektionsfälle. Ja, wenn vorher einfach wenig getestet wird, gibt es wenig Infektionen. Wenn viel getestet wird, dann gibt es natürlich entsprechend mehr Infektionen, die aufgedeckt werden, die sonst verborgen geblieben wären, weil es eben auch immer mehr Infektionen gibt, die also völlig symptomfrei stattfinden. Das ist ein Problem, ja, aber dadurch, dass eben das Durchschnittsalter der Infizierten auch stark abgenommen hat, wir haben also immer mehr junge Leute, die auch davon betroffen sind, insbesondere in Amerika, nimmt natürlich auch die Sterblichkeitsrate extrem ab. Ja. Nichtsdestotrotz sind die ersten Bundesstaaten wieder dabei zu reglementieren, stärkere Beschränkungen den Bürgern aufzuerlegen. Ja, einige sind jetzt schon dabei und haben tatsächlich nur auch eine Maskenpflicht eingeführt. Ja, das ist schon ein Riesenschritt für das unabhängige Amerika, wo sich die Bürger nichts vorschreiben lassen wollen. Ist das schon ein gigantisch großer Schritt. Aber man sieht einfach, die Notwendigkeit ist da. Die kriegen die Zahlen nicht so wirklich in den Griff. Ja, bei den meisten anderen Ländern gab es einen Peak und dann fing das Ganze an, eben abzuflachen. Deutschland ist da ein schönes Beispiel für.
Aber in Amerika läuft es eben genau gegenteilig. Ja, so ein bisschen wie es in Brasilien läuft, ein bisschen wie es in Brasilien lange gelaufen ist, weil einfach die Gefahr der Pandemie da komplett ignoriert worden ist. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich weiß, dass es vor diesem Hintergrund schwer ist, mental auf steigende Kurse zu setzen. Allerdings muss man sich halt auch überlegen, das, was da passiert im Moment, die Sterblichkeitsrate ist sehr gering. Das ist also nichts, was die großen wirtschaftlichen Unternehmen auf lange Zeit beeinflussen wird. Ja, und ein Unternehmen, was stabil aufgestellt ist und was gut aufgestellt ist am Markt, das wird es nicht kaputt machen. Ja, die haben danach eher wieder die Möglichkeit, neu und weiter zu wachsen, wenn die Normalität wieder einkehrt. Da wird viel vorweggenommen. Ja, wir haben recht hohe KGVs schon zum Teil in den Märkten drin, zumindest in den Werten, die momentan extrem gut laufen. Wir haben viele, viele Werte, die auf neue All-Time-Highs laufen, haben aber auch noch viel mehr Werte, die eben noch deutlich unter ihren März-Hochs liegen. Und das ist das Potenzial, was da ist, wenn sich die Covid-19-Situation insgesamt verbessert. Nehmen wir an, es würde einen Impfstoff geben, irgendwann in den nächsten Monaten, dann sind viele Werte noch an den Märkten, die ein extrem hohes Aufholpotenzial haben. Ja, da würden dann einige Covid-Plays, die im Moment völlig overstretched sind, würden dann wahrscheinlich abgestoßen werden. Aber das ist eine relativ geringe Anzahl an Aktien im Verhältnis zu denen, die deutliches Potenzial haben, noch aufzuholen. Und diese Umschichtungen, die dann stattfinden, die werden meiner Meinung nach die Indizes weiter nach oben drücken. Ja, es werden natürlich die Portfolios, die dann voll auf Corona ausgerichtet sind, die werden dann einen relativ großen Hit hinnehmen müssen. Von daher ist es sinnvoll, die Augen weiter offen zu halten und zu schauen, wann man wieder anfängt, von den Covid-Plays umzuschichten in die Werte, die eben überhaupt nicht gut gelaufen sind seit März. Das ist wichtig, da das Timing ein bisschen auf dem Schirm zu haben. Aber insgesamt, ja, sage ich mal, wenn man jetzt mit dem Index-ETF oder so dabei ist, dann kann man davon ausgehen, dass auch das die Kurse dann noch weiter antreiben wird. Ich halte momentan für den größten Stressor am Markt oder für die größte Unwägbarkeit tatsächlich die Vorwahlen in den USA, die Ergebnisse, die innerhalb der nächsten Monate da immer wieder kommen werden an Umfragen. Und es ist typischerweise vor den Wahlen schlecht für die Märkte, wenn sich abzeichnet, dass es einen Regierungswechsel geben wird. Ja, wenn sich abzeichnet, dass eben die Partei, die momentan nicht den Präsidenten stellt, die höheren Chancen hat, den neuen Präsidenten zu stellen, dann ist es immer erstmal schlecht für die Märkte. Und wenn man sich unsere beiden Hauptkandidaten da anschaut, den Trump und den Biden, dann ist, glaube ich, jedem klar, so wenig wie der Trump gemocht wird, dass er für die Finanzmärkte doch klar der bessere Mann wäre. Besser insofern, dass man davon ausgehen könnte, dass die Indizes eben nicht so groß reagieren bei einer Wiederwahl, ja, sondern dass es eher weiter positiv ist. Beim Biden bin ich mir da nicht so sicher. Ja, wenn der gewählt wird, dann könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass die Aktienmärkte da mal kurzfristig ein bisschen Luft ablassen. Also das halte ich momentan für die viel größere Gefahr, als vielleicht das, was eine zweite Welle jetzt noch bewirken kann. Weil ich sage mal, die ganzen Unternehmen wie Fluggesellschaften, Kreuzfahrtunternehmen, die sind schon so zusammengeprügelt. Da wird im Verhältnis auf die Gewichtung in den Indizes nicht mehr so viel passieren. Ja. Okay, genug gelabert. Ja, schauen wir kurz auf die Charts, wie es hier aussieht. Wir haben auf dem Weekly Chart hier etwas ein Must und dann eben hier genauso, wie wir uns das gerade angeschaut haben im Crude, ja, haben wir dann hier quasi die Flagge. Das ist eine sehr bullische Grundausrichtung, insbesondere dann, wenn wir es schaffen, in der nächsten Woche hier nach oben auszubrechen. Dann warten einmal kurz diese alten Hochs hier als Widerstandsbereich. Und danach kommen wir dann auch schon hier in die große Verkaufszone rein, die äußerst stabil ist. Ja, wenn man sich anschaut, was aus dieser Zone für eine Bewegung gekommen ist, dann kann man so ein bisschen abschätzen, wie stabil das Ganze ist.
Im Nasdaq hat es nicht wirklich funktioniert. Ja, im Nasdaq sind wir relativ schnell über diese Zone drüber gelaufen. Da sind wir schon auf neuen All-Time-Highs. Der S&P wird einfach aufgrund der höheren Anzahl an Aktien, die da drin sind, und aufgrund von Kandidaten, die eben sehr lagging sind und nicht so besonders gut laufen, wird der eventuell etwas länger dafür brauchen. Aber charttechnisch wäre dieser Ausbruch nach oben hier ein Zeichen dafür, dass wir gute Chancen haben, das All-Time-High zumindest nochmal anlaufen. Wenn wir uns das Ganze auf dem Tageschart anschauen, dann sieht das sogar noch ein bisschen bullischer aus. Ja, auf dem Daily haben wir im Moment eben hier diese Flag-Konstruktion. Da sind wir hier einmal 2, 3 Tage kurz nach unten weggegangen, sind dann aber in diesem Trendverlauf hier gewesen und haben jetzt schon den Ausbruch aus diesem Trendverlauf gesehen hier Mitte der Woche. Ähnliche Situation. Ja, wir sind an einem Widerstandslevel hier angekommen im Laufe der Woche. Das ist das Widerstandslevel. Sollten wir einen zügigen Ausbruch sehen nach oben in der kommenden Woche, dann ist das absolut bullisch zu werten. Also auf Wochensicht sieht das Bild sehr, sehr ähnlich aus wie im Moment auf dem Tageschart, nämlich diese große Zone hier auf dem Wochenchart. Ja, das ist auf dem Tageschart dieser Bereich hier. Na, also der Bereich so um 3200 Punkte ist ein starker Widerstandsbereich auf dem Tageschart. Ja, das ist das, was hier so ein bisschen das Ganze begrenzt nach oben. Na, dieser Widerstand, wo wir gesagt haben, wenn wir aus der Weekly Bull Flag ausbrechen, dann kommen wir an diese Weekly Highs. Das ist eben genau dieses Level hier. Das kann man auf dem Tageschart über diese 1, 2, 3 Kerzen auch sehr, sehr schön mit den Grenzen hier festlegen. Es wird also nicht ganz einfach, die Bewegung zu traden. Ja, ein bisschen mehr Luft und ein bisschen sauberer wird das Ganze erst hier tatsächlich oben drüber, wenn wir dieses Level überschreiten, Anschlusskäufe sehen. Dann wird das Ganze wieder ein bisschen einfacher, wahrscheinlich im Kurzfristchart zu traden. So, Dollarindex ist das Letzte, was wir uns hier eben jede Woche anschauen. Dollarindex bleibt recht öde. Was absolut auffällig ist nach wie vor, sind diese ganz kurzen Phasen, in denen hier viel Volatilität geliefert wird. Ja, das sind hier 4 Wochen, in denen brutal viel Volatilität da war. Dann sind wir sehr, sehr lange hier in eine ziemlich öde, müde Seitwärtsphase reingelaufen. Die konnte man dann hier auf dem Wochenchart auch so ein bisschen als Dreieck definieren. Ja, wir haben es hier immer als große Range drauf gehabt. Das ist das große Bild. Das kleine Bild kann uns das hier als Dreieck definieren. Na, das sehen wir hier auch ein bisschen auf dem Tageschart, so diese Dreiecksformation. Und dann sehen wir genau die eine Bewegung, in der man hätte Geld verdienen können. Das ist diese hier. Na, da ging es mal etwas mehr als eine Woche abwärts. Na, auf dem Tageschart sieht man, wie schön das gelaufen ist. Und das war es dann auch schon wieder. Ja, jetzt sind wir hier relativ lange schon wieder in der Seitwärtsphase drin. Auf dem Wochenchart sieht man es, das ist die 4. Woche, in der sich das Ganze seitwärts bewegt. Ist recht öde. Da gibt es dann auch nicht wirklich viel zu tun. Auch die Ausbrüche nach oben dürften hier schwer handelbar sein. Wir sind hier auf dem 200er gleitenden Durchschnitt, schlagen wir hier ein. Genauso wird der 50er weiter nach unten kommen. Wir sehen, der drückt relativ schnell hier nach unten. Das heißt, in ein paar Tagen haben wir hier einen Clusterpunkt zwischen 50er und 200er. Das wäre dann auch ein negatives Crossing, wenn das denn nach unten wegläuft. Also es wird schwierig werden, hier die Oberseite zu spielen. Auf der Unterseite sehen wir hier eben auch schon, wir sind an den Unterstützungsbereich schon einmal rangelaufen. Das wird ein interessantes Level bleiben. Also ich tue mich hier ein bisschen schwer im Moment mit dem Dollar. Finde ich im Moment nicht so unbedingt das super ideale Trading-Tool. Ja, und wer vielleicht den Devisendienst verfolgt bei Finanzen 100, ja, den Devisen 100, der wird das auch sehen, dass wir uns momentan mit trendfolgenden Setups im Währungsbereich recht schwer tun. Ja, die Trade-Frequenz ist zurückgegangen. Das läuft im großen Stil einfach seitwärts. Wir haben wenig Bewegungen, die hier gehen, und wir sind gerade dabei, unseren Handelsansatz da mal so ein bisschen zu adaptieren, weil wir eben sehen, diese Seitwärtsdinger,
Die laufen jetzt doch zeitlich etwas länger, als es sonst so normal ist. Und von daher werden wir mal versuchen, uns jetzt auch ein bisschen in diesen Seitwärtsmärkten so zu positionieren, dass wir von den Ranges ein bisschen profitieren können. Ja, dafür müssen wir aber den Handelsansatz an sich ein bisschen umstellen, ein bisschen adaptieren. Und dann wird eben die Aufgabe sein, zu schauen, wann diese Phase beendet ist, wann wir wieder trendiger werden und dann eben auch wieder umzustellen auf die Trendfolge. Also da sieht man ganz schön, wenn man auf einzelne Märkte beschränkt ist, dann muss man seinen Handelsansatz auch adaptieren und an die Situationen anpassen. Ein bisschen einfacher hat man es, wenn man seinen Handelsansatz etwas diversifiziert hat und dann jetzt vielleicht vermehrt in die Rohstoffe geht, die neue Trends aufbauen, vermehrt in den Aktien und in den Aktienindizes unterwegs ist, die noch gute Trends haben und dann den Währungsmarkt vielleicht einfach mal ein bisschen nach hinten drückt. Ja, das sind also auch Vorgehensweisen, die wir im September im Swing Trading Seminar mal ein bisschen genauer beleuchten, wo wir auch einfach mal zeigen, wie man sich positioniert in den verschiedenen Trendphasen, wenn man ein diversifiziertes Portfolio hat, ja, wie man mit solchen Geschichten umgeht. Auch das ist wichtig zu wissen. Okay, ansonsten insgesamt, ich erwarte jetzt hier keine extreme Dynamik. Ja, die Fed ist schon dabei, dass schön ausreichend zu steuern. Von daher ja, sind wir hier ein bisschen zurückhaltend momentan im Dollar. Das heißt aber nicht, dass überall Ebbe ist. Ja, das erste Trading-Setup, was ich hier drauf habe, ist tatsächlich aus dem australischen Dollar, also dann auch tatsächlich aus einer Währung. Und zwar aus einem einzigen Grund: Der australische Dollar hat eine extreme relative Stärke momentan. Ja, der läuft sehr, sehr gut, ist recht lange, im Prinzip seit Ende März hier in diesem sauberen Aufwärtstrend und hat jetzt hier so ein paar Wochen ganz schön konsolidiert. Ja, ohne wild hin und her zu gehen, sehen wir, dass die Schwankungsbreite, die Amplitude hier weiter abnimmt. Und ja, haben jetzt hier ganz wichtige Level im Markt, die jetzt hier warten. Das ist einmal dieses Zwischenhoch und dann dieses Zwischenhoch. Wir sehen, dass der erste Ausbruch aus diesem, naja, ich nenne es jetzt mal ein Wimpel, ja, dass der Ausbruch aus diesem Wimpel, wenn man es ein bisschen zusammenstaucht, dann sieht es aus wie ein Wimpel, hier schon erfolgt ist. Ist ein wichtiger Bereich, an dem wir uns hier befinden. Deswegen ist jetzt hier auch nicht mit mördermäßiger Dynamik zu rechnen. Aber prinzipiell sieht das Ganze recht bullisch aus. Wir hatten uns ja auch den OBV angeschaut, ein bisschen genauer beim letzten Mal, und sehen also, dass wir mit dem OBV ja hier über diese letzten Hochs schon drüber gelaufen sind. Das sind eben diese Hochs, die der Markt hier noch nicht genommen hat. Also der Preis befindet sich noch unterhalb dieses Hochs, der OBV ist schon drüber. Und es sieht stark danach aus, wenn wir noch ein, zwei positive Tage sehen, dass eben dieser OBV sich dann hier auch weiter nach oben entwickelt und dann auch über diesem letzten Zwischenhoch ist, bevor der Preis hier oben drüber gelaufen ist. Ja, und das sind manchmal ganz gute Möglichkeiten, sich im Voraus schon mal für so einen Ausbruch zu positionieren. Die Stops sind recht verträglich hier im Moment. Vor allem, wenn man es im Forex-Bereich macht, ja, dann kann man seine Risiken hier gut dimensionieren. Und ja, ich sehe hier halt einfach eine Möglichkeit, ich sehe hier eine Chance zu arbeiten. Wir haben vor ein paar Tagen auch den bullischen Schnitt gehabt vom 50er und dem 200er Durchschnitt. Auch das spricht dafür, dass wir hier vielleicht weiter Stärke sehen. Mein Trendindikator ist weiter klar aufwärts gerichtet. Hat hier auch in den letzten Tagen wieder so leicht Fahrt nach oben aufgenommen. Wenn wir jetzt einen Ausbruch sehen im Kurs zur Oberseite, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wir hier mit dem nächsten Indikatorfeld, was kommt, dann auch wieder in die steigende Dynamik in dem Aufwärtstrend reingehen. Ja, das würde dann passieren, wenn wir hier ein neues Hoch sehen. Na, und dann sind wir vielleicht dann im ganz guten Bereich, das Ganze mal auf der Long-Seite zu probieren, wenn man denn hier trendfolgend unterwegs ist. So, Mais. Ja, wir hatten gesagt, es gab Signale. Ich bin jetzt hier auf dem Wochenchart, weil Mais etwas ist, was ich ganz gerne im Wochenchart trade. Ich hatte vor 2 Wochen gesagt, dass dieses alte Long-Setup,
was wir hier auch besprochen hatten, ja, dass dieses alte Long-Setup vor 2 Wochen immer noch intakt war. Ja, allerdings hatte ich auch dazu gesagt, wir kommen saisonal in die absolut schwächste Phase, die Mais überhaupt hat. Das Ziel ist recht weit entfernt und das sind also 2 Dinge, die kombiniert miteinander, saisonal schlechte Phase und ein weit entferntes Ziel, die dafür sprechen, einen recht aggressiven Trailing Stop zu verwenden. Und da ist man dann hier auch tatsächlich mit einem kleinen Verlust aus dieser Position ausgestoppt worden. Jetzt hat sich auf dem Wochenchart ein neues Signal entwickelt. Ja, konsequenterweise, wir sind in den Commitments of Traders immer noch in einem Extrembereich. Ich gehe davon aus, wenn die Zahlen am Montag kommen, dass sie vielleicht ein bisschen zurückgegangen sind. Nichtsdestotrotz werden wir uns hier immer noch in einem Extrembereich befinden. Wir haben den OBV-Ausbruch nach oben. Folglich haben wir jetzt hier eine grüne Kerze. Wir sehen also, dass wir von der Wochenstrategie auf jeden Fall ein Setup da haben. Dieses Setup würde jetzt normalerweise gespielt werden, indem wir den Ausbruch hier handeln, den Stop unter die Wochenkerze legen. Würde ich hier nicht tun, wäre mir ein zu großes Risiko. Man muss auch einfach berücksichtigen, dass es wirklich die saisonal schlechteste Phase für Mais überhaupt ist. Normalerweise sehen wir in dieser Phase, wo wir uns jetzt befinden, klar fallende Notierungen. Und von daher ist jetzt Mais nichts, was ich hier als Long-Term oder Mid-Term Swing Trade spielen würde. Aber auf dem Daily sieht das Ganze eben ein bisschen anders aus. Ja, so, ah, der Mario fragt hier gerade, ich bin schon im Dezember-Kontrakt. Ja, genau, ich bin schon im Dezember-Kontrakt. Wenn du mal reinschaust auf die Volumina, ich hole die gerade mal kurz rein. Ich gehe mal schnell in den Maiskontrakt an der CME. Ja, wenn wir uns jetzt hier die gehandelten Volumina vom Freitag anschauen, dann sieht man hier, dass wir im September ja, einen Umsatz hatten von 125.000 Kontrakten. Im Dezember hatten wir hier schon einen Umsatz von 130.000 Kontrakten. Das heißt, der Umsatz im Dezember ist schon etwas höher. Und jetzt hängt es einfach davon ab, wie man tradet, ja, ob man eine langfristige Position hat und die dann lieber schon im Dezember-Kontrakt nimmt oder ob man ein bisschen kurzfristiger unterwegs ist, dann ist es durchaus noch richtig, den September-Kontrakt zu spielen, weil da einfach weniger Finanzierungskosten eingerechnet sind. Deswegen ist der Preis auch entsprechend niedriger. Ja, da sind wir hier um 10 Cent niedriger. Bei 3,43 anstatt 3,53 im Dezember-Kontrakt. Aber es wäre eine Möglichkeit, wenn man langfristiger dabei sein will, hier schon den Dezember-Kontrakt zu nehmen. Also möglich, aufgrund der Liquidität ist halt beides. Ja. Also es ist nicht falsch, hier noch im September unterwegs zu sein. Wollte ich damit eigentlich nur sagen. Okay. Mach den Mais mal kurz auf. Also, ich lasse den gerade mal schnell reinladen. Corn und zwar im Daily Chart. Also. Ja, da sind wir jetzt hier im Mais, im Tageschart. Ich habe hier den OBV drin. Ja, der ist für mich eben immer ganz interessant, um das nochmal ein bisschen gegen zu kontrollieren. Dann habe ich hier meine Indikatoren, meinen DC Retrace und den Trigger-Indikator, mit dem ich für die Strategien arbeite. Und hier sehen wir das Long-Signal aus dem Tageschart im Mais-Future. Das ist am 29. entstanden. Da ist am 30. der Ausbruch hier über das Hoch gehandelt worden. Das Ganze, wenn man das 1 zu 1 umsetzen möchte, ja, sieht dann so aus: Der Stop kommt hier ans Tief. Der Ausbruch findet hier oben statt und 3,48 hier oben an diesem Hoch, was auch charttechnisch super gepasst hat, weil es einfach der nächste Widerstandsbereich ist. Ja, hier oben ist der nächste Widerstandsbereich. Und da sind wir hier genau mit dem Reinlaufen in den Widerstandsbereich auch in den Zielbereich gegangen. Und
haben das Ganze mitgenommen. Wenn man das nach den Strategien, wie ich sie auch im Seminar Schule trailt, ja, die dabei waren, die wissen dann, okay, selbst wenn man das Ganze trailt, hat man sich inzwischen hier sein Risiko als Stop abgesichert. Ja, dann würde der Stop jetzt hier bei 3,48 liegen. Das also einmal als Setup im Mais, wie es dann kurzfristig aussieht. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, auch wenn die Saisonalitäten dann negativ ausgerichtet sind, wenn wir mit so einer Dynamik hier reinkommen und dann auf dem Daily ein schönes Signal kriegen, wo auch der Zielbereich noch ganz hervorragend passt, dann ist es durchaus was, was man kurzfristig hier schon traden kann, auch wenn es dann eben gegen die Saisonalitäten geht. Ja, und gerade Mais ist kein besonders schwerer Kontrakt. Da haben wir hier ein Risiko von $650 pro Kontrakt. Das ist für ein Future recht wenig und dann kann man das eben in den Konten auch ganz gut mit umsetzen und auch die Positionsgrößenbestimmung da ein bisschen mit berücksichtigen. Okay. So, das wären die beiden Setups aus dem Future-Bereich, ja, die ich hier für diese Woche drin habe. Das, was ich noch interessant finde am Bereich der Aktien, da gibt es viele interessante Setups momentan. Ich suche normalerweise für euch klar trendfolgende Setups raus in irgendwelchen Aktien, die auch stark getradet sind, die die meisten kennen. Ja, jetzt habe ich hier mal ein bisschen was anders gemacht, weil ich es im Moment für ganz sinnvoll halte, vielleicht auch Positionen zu haben, die nicht so marktkorreliert sind, na, die also nicht unbedingt stark darauf reagieren, was die Indizes im Allgemeinen machen, sondern die so ein bisschen abgekoppelt vom Rest des Marktes laufen. Und da gibt es hier eine ganz interessante Aktie im Moment, die heißt Alpine Immune Sciences, ist ein Biotech-Wert. Ganz, ganz wichtig hier nochmal zu erwähnen, Biotech extrem risikoreich ist als ja, als Sparte im Aktienbereich das, was meiner Meinung nach mit den höchsten Risiken verbunden ist, weil wir da sehr, sehr hohe Schwankungen drin haben, sehr hohe Volatilität in den Märkten drin haben. Und wenn wir uns die mal anschauen auf dem Chart, die Alpine Immune, das ist die hier, ja, dann sehen wir, die hat hier innerhalb eines Tages, na, vom 17. auf den 18. Juni, mit einem Gap, ja, in diesem Spike, der hier gelaufen ist, 220% gemacht an einem Tag. Das ist schon heftig. Und wenn wir uns das Ganze hier im Monatschart anschauen, ja, seit es die Aktie gibt, die kommt hier aus dem Juni 15, ja, ist ein bisschen gehypt worden, es hat hoch eröffnet hier, ist weiter raufgelaufen und ist dann ganz jämmerlich zusammengebrochen. Hier das Hoch liegt über $80, das Tief liegt hier ungefähr bei $2. Ja, 205 war, glaube ich, das absolute Tief. Aber was eben ganz interessant ist, ist, wir sind aus diesem zuletzt laufenden, ziemlich gut abgegrenzten Abwärtstrend hier dynamisch nach oben rausgebrochen, eben mit diesem Gap. Und das Ganze hat sich auf dem Tageschart hier eben auch schon angekündigt. Na, das ist also keine so super plötzliche Bewegung gewesen, sondern das ist eine Bewegung gewesen in die neue Trendrichtung, die sich hier entwickelt hat. Ja, wenn ich hier die Sequenzen einzeichne, dann sehen wir das ganz klar. Das ist hier eine Sequenz vom Tief bei $2, eine Sequenz steigende Hochs und steigende Tiefs. Die hat dann eben hier richtig Fahrt aufgenommen. Und dann haben wir jetzt eine ganz schöne Korrektur gesehen, wenn wir hier auf die Bewegung gehen. Ich nehme es mal andersrum, dann sind die Zahlen anders und wir schauen uns die letzte Bewegung hier an, vom Tief zum Hoch. Ja, meine typischen Retracement-Level. Dann sehen wir, wir sind so ungefähr in den Bereich 50% Retracement gelaufen, ein bisschen ein kleiner Overshoot, haben aber vorm Jahresdurchschnitt gedreht hier, haben vorm Zweidrittel Retracement gedreht. Also 50% Retracement, ganz wichtiger Bereich. Ja, und das, was jetzt hier neu angefangen hat auf dem Daily, ist, ich zeichne noch mal kurz die letzte Sequenz hier ein. Ja, das ist im Prinzip hier die erste Sequenz jetzt wieder steigende Hochs, steigende Tiefs seit der Korrektur. Das könnte ganz interessant sein, Zielbereich. Wohlgemerkt, High Risk, ja, es ist wirklich ein Hochrisikowert.
Aber der erste Zielbereich, den ich so sehe, wäre hier so ungefähr bei 12,50 $. Das sind so 20%, die wir darauf verdienen können. Und man kann das Ding eben auch gut abstoppen. Ja, wenn man ganz aggressiv ist, kann man hier abstoppen. Ein bisschen defensiver kann man hier abstoppen. Viel weiter rein würde ich das Teil nicht laufen lassen. Ja, wenn wir jetzt nochmal in das Gap reingehen, dann haben wir auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es relativ zügig wieder nach unten drückt in den Bereich 5, $6. Da würde ich sowas nicht mehr im Depot haben wollen. Aber für einen kurzfristigen Trade ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man sich anschauen kann. Gut. In der nächsten Woche haben wir nicht viele, viele News. Wir haben so ein paar Einkaufsmanager-Indizes, die kommen. Für die, die sich vielleicht das Setup im Aussie anschauen wollen, ja, der Dienstag hier ist ganz, ganz wichtig. Am Dienstag, so, ja, am Dienstag hier Zinsentscheid in Australien. Also wenn eine Position aufbauen, dann idealerweise erst am Dienstag im Laufe des Tages, wenn wir sehen, wie der Markt auf die Zinsentscheidung reagiert. Ansonsten haben wir die Ölwerte, die Ölzahlen. Und das war es somit das Wichtigste, was dann für die Grain-Händler hier noch am Start ist, ist am Freitag noch der Wasdil-Report, noch vor den Commitments of Traders. Aber ansonsten haben wir für die nächste Woche jetzt hier nicht so wirklich viel an News auf der Uhr. Okay, und damit haben wir die Stunde auch gut ausgenutzt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch ein mega schönes Wochenende. Bereitet euch gut vor auf die nächste Handelswoche. Wird sicherlich wieder interessant. Und dann wünsche ich euch erfolgreiche Trades für die nächste Woche und sage bis dann. Bye bye und alles Gute.